Invisible Hand. Ja. Ich war einkaufen. Und zwar habe ich mir alle 25-jährigen Jubiläumssets von Lego Star Wars gekauft. Schauen wir uns an. Ja, und damit nochmal hallo und herzlich willkommen offiziell zu diesem Video. Vorweg, wir werden in diesem Video nichts unboxen. Ich zeige euch lediglich meinen gesamten Einkauf und läute damit offiziell den Start der Lego Star Wars 25-Jahre-Wochen auf diesem Kanal ein. Bedeutet, wir werden in den folgenden Wochen uns nur um diese Sets und vielleicht mit einer kurzen Unterbrechung zu diesem Magazin hier befassen. Ich konnte an dem Zeitschriftenladen leider nicht ohne diese beiden Magazine dran vorbeilaufen. Reden wir nicht lang um den heißen Brei herum. Als allererstes hätte ich hier für euch den 25 Jahre Millennium Falcon. Dieser ist eines der neuen drei Starship Collection Schiffe. Irgendwo müsste es hier an der Seite auch dran stehen. Genau, da unten Starship Collection. Warum das jetzt nicht mehr Midi-Scale heißt, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist der 25 Jahre Millennium Falke. Wir sehen hier, dieses recht undurchdachte Boxart zu diesem Millennium Falcon. Versteht mich nicht falsch, ich mag die Details mit den 25 Jahren hier und es ist auch sehr, sehr simpel gehalten. Schlicht und einfach, ich mag den Schimmer, aber für 25 Jahre hätte man sich auch was Besseres einfallen lassen können und nicht einfach nur die anderen Boxen zu nehmen und das hier ein bisschen umzufärben. Hier nochmal die Rückseite der Box, da sehen wir auch nochmal den Millennium Falcon im Hyperspace. Hier nochmal das Seitenboxart. Überraschenderweise bei diesem Millennium Falcon übrigens die Box ist ziemlich breit. Die Box ist sogar breiter als die Boxen aus der Helmet Collection. Ich hätte es auf jeden Fall mehr gefühlt, wenn alle Starship Collection Schiffe ein und dieselbe Box bekommen hätten, weil alle drei haben jetzt unterschiedliche Größen und so zum Stapeln machen die sich auf jeden Fall nicht gut dadurch. Geschichte nebenbei zu diesem Millennium Falcon, das war der letzte, welchen ich bei Smith Toys, wo ich ihn her habe, übrigens auch bekommen habe. Da war ich auch sehr, sehr glücklich drüber, denn bei Smith Toys gibt es ja die 25 Jahre Sets allesamt für ein paar Euro weniger. Als zweites hätten wir hier die Invisible Hand. Wer hat's gedacht, 25 Jahre Collection. Und jetzt schaut euch mal diesen Unterschied in der Box an. Die Dicke, also die Höhe passt, aber die Breite... Ja, also irgendwas ist da wohl falsch gelaufen. Vom Design der Box her ist die Invisible Hand genauso aufgebaut wie der Millennium Falke. Diese Invisible Hand habe ich übrigens im Lego Store gekauft. Warum? Weil an dem gleichen Tag, wo ich alles andere gekauft habe, diese Invisible Hand nicht bei Smith Toys verfügbar war. Es war ja auch das günstigste Schiff aus der gesamten Starship Collection. Von daher kann man mal machen. Bevor es zu den spannenden Sets geht, ist hier nochmal die Tente 4. Ein Set, wo ich schon sehr, sehr viel negative Kritik gehört habe, weil angeblich irgendwie die Größenproportionen nicht so hinhaut, wie es im Film dargestellt ist. Ja, ich will mich da jetzt noch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, was die Größenverhältnisse angeht. Aber mein erster Eindruck von dieser Midi-Scale oder Starship Collection Tente 4 ist ziemlich guter. Hier nochmal alle drei Starship Collection Schiffe nebeneinander. Wunderbar. Schieben wir das mal beiseite und widmen uns dem Tente 4 Hallway. / Boarding the Tente 4. Oder bei dieser Box, es macht sich sehr, sehr bemerkbar. Es ist eigentlich nur das normale, reguläre Boxart mit diesem schrägen Design hier. Nur in umgefärbt und leider ist von diesem Boxart hier nichts hervorgehoben. Da kann man nichts erfüllen wie bei der 20 Jahre Collection. Hier mal als Vergleich die Darth Vader Büste aus der 20 Jahre Collection. Und man sieht es ja hier im Licht, diese Elemente hier an den Seiten oder auch die Darth Vader Büste an sich ist eben hervorgehoben von der Box und das ist auch erfüllbar, was hier nicht der Fall ist. Und ich bringe ja so gerne Beispiele. Das hier ist der Republic Fighter Tank. Ja, Boxart, ne? Was ich ja bei der 20 Jahre Collection auch sehr geliebt habe, war, dass die Boxarts alle einheitlich waren, was hier nicht der Fall ist. Und ob ihr es glaubt oder nicht, aber bei der Einheitlichkeit mit dem Boarding the Tente 4 und bei diesem R2-D2 haben sie es auch verkackt. Denn bei diesem R2-D2 ist eine Sache an der Box dran, welche ich mir auch bei der Boarding Tente 4 Dings gewünscht hätte. Und zwar unsere Special Minifigur Darth Malak hier unten wird auch hier an der Seite richtig, richtig cool angepriesen. Und dieses Sideboxart von R2-D2 hier ist mein absolutes Lieblings-Sideboxart von der gesamten Collection. Ich verstehe es nicht. Es sieht doch so gut aus. Warum hat es man nicht da gemacht? Vor allem, wenn man die Boxen so schräg nebeneinander im Regal zu stehen hat, dann sieht man nicht die Special Minifigur an den Rändern. Ich finde das total schade. Hier nochmal der R2-D2 von hinten. Übrigens, jede einzelne Box ist mit diesen scheiß Eindrücksiegeln. Hier wird auf jeden Fall kein Klebestreifen mehr verwendet. Gut und grün ist Lego geworden. Zum Leidwesen der Boxen auf jeden Fall. Die beiden Sets hier waren auch die letzten in dem Smith Toys, wo ich sie gekauft hatte. Und nur für die Invisible Hand mussten wir noch einen sehr unangenehmen Abstecher in den Lego-Store machen. Haben sogar ein bisschen Gratis-Lego bekommen. Eine kleine Welle mit einer Krabbe und einem Surfboard. So, die Kamera fokussiert wieder mal super. Jetzt. Gut, Freunde, bis hierhin war es erstmal. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ihr euch auch so wie ich auf die nächsten Wochen mit den 25 Jahre-Sets freut, lasst gerne dem Video ein Abo
Nee, dem Video ein Like und dem Kanal ein Abo da. Meine Fresse, ich bin heute nicht bei Sache. Und dann würde ich sagen, wir hören uns im nächsten Video, Freunde. Bis dahin. Ciao, ciao.